So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind wieder am Eierbrüten. Ich versuche wieder 3 Fuhren, 7 Kilometer Eier hier reinzupacken in diese Folge. Die Geschenke machen mir wie immer einen Strich durch die Rechnung. Ich habe 9 Geschenke aufgemacht, weil ich 9 Eierplätze hatte und habe nur 3 Eier bekommen. Ich finde das so bescheuert, aber egal. Gibt es halt weniger Brutmaschinen, die ausgegeben werden, musste weniger nachkaufen, schneidet sich Niantic selbst ins eigene Fleisch. Wir stehen jetzt hier irgendwo an der Kreuzung rum. Hier wird eigentlich gebaut, ne? Da entsteht was ganz Großes. Wir wollen jetzt aber mal die Eier aufmachen und euch mal zeigen, was hier drin ist. Der Crazy O und der Prime, die schlafen immer noch. Die haben die ganze Nacht irgendwas gemacht, fragt mich nicht was. Das werdet ihr vielleicht mitbekommen. Haben als erstes jetzt hier einen Schneckmarkt mit 1600. Als zweites einen T-Rex, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht, Balgoras. 1600 Staub auch, 21 Bonbons. Ein Potrott ist ja mit am meisten drin. Potrott und Schneckmark auch 1035 Staub, noch ein paar Bonbons hinterhergeworfen. Das zweite neue, Amarino. Amarino, genau, mit 800 Staub. Vielleicht ist ja trotzdem mal ein 100er dabei. Cognodon, also ich finde das Event immer noch mega klasse. Guckt euch die vielen Bonbons an. Da sind viele nützliche Pokémon dabei, die man gerne mitnimmt. Außer halt jetzt unbedingt Schneckmark. Was macht man mit Schneckmark? Nix. 1328 Staub. Nochmal Schneckmark. 1236, 16 Bonbons. Wie immer ist natürlich kein Sternstück an. Das nächste Schneckmark mit 800, 10 und 3 als XL. Noch ein Cognodon. Das dürfte, glaube ich, das letzte sogar sein. 1473. Wir bewerten die mal kurz. Ab diesem Schneckmark müsste es angefangen haben. Ist aus Berlin auch, ist aber auch ein schlechtes. Dann haben wir hier was aus Svechert, Niederösterreich. Roklum, Niedersachsen. Zellamelis, Thüringen. Das dürfte der Coke sein. Sadderland, Niedersachsen, Augsburg, Bayern, Chemnitz, Sachsen, Steinhof, Niederösterreich, Kölleda, Thüringen. Das dürfte der Frank sein und das sind auch schon alle Eier. Das heißt, wir machen die nächsten Geschenke auf, gucken mal, ob wir wieder welche bekommen. Platz ist da und ich denke mal, das Geschenkelimit ist gleich erreicht und ich werde wahrscheinlich wieder 3 Tage brauchen, um mal eine Sendung voll zu kriegen. Aber egal, wir hoffen immer noch auf das Shiny, wenn nicht. Gibt es ja auch trotzdem wild, ganz einzeln, was mich auch ein bisschen irritiert. Ich dachte wirklich nur aus Feldforschungen und aus den Eiern. Nein, es gibt die auch wild. Ihr könnt die auch wild sehen, andere snipen danach. Ich nicht, ich brüte jetzt erstmal. Und wenn das nicht kommt, irgendwann kriegst du eh alles. Also, bis zur zweiten Fuhre. So, wir sind angekommen am nächsten Tag, der Marius und der Prime. Die schlafen noch, sage ich einfach mal. Die nächsten Eier gehen auf. Wir gucken mal rein, ob wir jetzt das Shiny kriegen. Das müsste jetzt die zweite Fuhre sein. Die dritte Fuhre muss ich dann noch aufsammeln und dann noch ausbrüten. Wir starten hier mit einem Potrott wieder mal. Eine Schildkröte am Morgen. 1600 Staub, 21 Bonbons. Ich habe vermehrt jetzt von Leuten gesehen, die wirklich schon Flapterix als Shiny haben, aber Flapterix weniger als Galapafloss. Galapafloss jetzt, das Grüne taucht immer mehr auf. Hier war jetzt auch ein Flapterix drin. Hier haben wir einen Schilderus. 984 vom Flapterix habe ich jetzt leider nicht gesehen, wie viel Staub es gab. Das nächste Potrott hinterher. Vielleicht Potrott Level 50. Wenn wir so viele brüten, ist vielleicht auch irgendwann drin. Hier so ein Amaretto, ne, am Morgen. Ne, ein Amarino. Heißt das ja 1121 Staub. Auch noch mitgenommen. Nochmal ein Amarino hinterher. 1600 ist, glaube ich, das höchste, was wir gerade bekommen haben. An Staub, ein Schneckmark. Sieht halt im Prinzip aus wie das Baby vom Amarino. Nur nicht blau, sondern rot. Hat aber auch so eine Konsistenz, würde ich mal tippen. Noch ein Amarino. 800, genau die Hälfte von den 1600. Ne? Der Ramses, der kann rechnen. Guckt euch das an. Und ein Galapafloss, auch jetzt hier in dieser Fuhre mit drin. Ist auch das letzte Pokémon. Wir drücken jetzt ganz kurz hier drauf, bewerten die. Schriesheim, Baden-Württemberg. Saragossa, Spanien. Halle, Saale, Sachsen-Anhalt.
Augsburg, Bayern, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, New York, Vereinigte Staaten, Kiribati, diese kleine Insel da, nochmal Saragossa und Wassenberg, Nordrhein-Westfalen. Leider nichts dabei, aber ich kann euch ein was zeigen. Denn ich habe ja gesagt, dass gestern noch 3 12-Kilometer-Eier dabei waren. Wenn wir jetzt hier auf 4 und Sterne gehen, sehen wir bei zuletzt, der kam aus der Raidmania, 100% Urinalbecken, also 100% Groudon, sehen wir trotzdem hier, gestern gebrütet aus dem 12-Kilometer-Ei, ein 100% Pam-Pam. Letztens dieses Jahr kannst du mal eins maxen. Ich habe kein 100er gehabt, XL habe ich fast voll. Jetzt könnte ich eins maxen, aber da musst du erst 32 Unlicht-Pokémon fangen, bevor du das entwickeln kannst. Ich sammle jetzt auf jeden Fall nochmal Eier, brüte nochmal zweite Fuhre für hier und dann melden wir uns gleich zurück. So, wir sind zurück. Die dritte Fuhre geht auf. Wieder 9 7 Kilometer Eier, die schlüpfen. Ich sitze da, als müsste ich gerade aufs Klo. Ist egal, ist ja gleich vorbei. Einfach nur mal ganz ruhig und chillen. Das erste Potrod ist auf jeden Fall geschlüpft. 1595 Staub. Ich sag's doch, bei den vielen Potrod können wir am Ende eins auf Level 50 ziehen. Schneckmark mit 984. Der Crazy O ist auch dabei, aber den sieht man ja nicht. Ne? Dachte, rennt im Hintergrund rum, macht Faxen. Guck, jetzt läuft er extra ins Bild, als hätte man was gesagt. Na gut, da ist was aufgetaucht. Jetzt ein Schilderus. Schilderus mit 1500, Galapafloss mit 800, 5XL. Weißt du eigentlich, was ein Galapafloss ist? Cognodon, 839, ne? Staub. Die Bonbons kann ich nicht vorlesen, es geht alles viel zu schnell. Noch ein Schilderus mit 1148 Staub, 38 Bonbons. Ne, das waren zu viel. Andere. Potrod, nochmal Potrod. Was machen die da? 1381 Potrod, nochmal, es sind die Potrod-Eier, 1333. Ich muss gleich mal drauf achten, wenn ich bewerte, wie viel XL Potrod mittlerweile hat. Obwohl aus den Eiern kommen ja trotzdem nicht so viele. Also leider nichts dabei, diesmal kein neues Pokémon in der Fuhre und diesmal auch kein Shiny, beziehungsweise die ganze Zeit schon kein Shiny. Wir bewerten jetzt mal, jemand jetzt angefangen, 125 Potrod XL, ist auch nicht so viel, aber 4300 normale. Wir bewerten wieder und gucken mal nach dem Ort. Wir haben Nordrhein-Westfalen, Dortmund, wir haben Gera, Thüringen, das Schneckmark ist von Thomas, wir haben Dresden, Sachsen, wir haben Berlin, Deutschland, wir haben Regensburg, Bayern, wir haben Auckland, wir haben Zwickau, Sachsen, Zellermelis, Thüringen, das müsste der Coke sein, New York, Schilderus, und das sind schon wieder alle Eier. Das waren 3 Fuhren, immer noch nichts dabei. Ich mache trotzdem weiter, ich nehme jetzt wieder Eier auf hier in den Beutel rein. Das wird jetzt sicherlich nicht voll. Unten die 12er schlüpfen auch noch und dann gibt es noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video. Alles überladen, ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinpacken soll. Man sieht wahrscheinlich eh nichts, weil alles einfach nur schwarz ist. Ich sitze hier unten, ne? Das war der Brunnen, guckt euch das an. Das ist der Brunnen, das ist der Marius, ne? Der jetzt nicht mehr aussieht wie Crocodile Dundee, sondern wie was anderes. Ne? Sieht jetzt aus wie das Brunnenwasser, sehr gut. Das ist Isarwasser, könnt ihr gleich eine Isarmaß trinken. Da haben wir immer auf die Dicken gedreht. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Den Prime gibt es nicht mehr. Den haben wir in dem Brunnen nämlich ersäuft, ertränkt. Ach, er kommt nach. Wir kommen schon wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.